Neben allen Risiken gibt es eine große Chance. Die Welt und die Wirtschaft ändert sich dramatisch. Die Vereinigten Staaten schauen immer stärker in den asiatischen Raum. Und in Amerika wird auch verhandelt über Freihandelsabkommen mit dem asiatischen Raum, die sicher ganz anders aussehen werden oder würden als ein Freihandelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem größten Wirtschaftsraum der Welt, Europa. Würden wir es hinkriegen, ein angemessenes und nachhaltiges Freihandelsabkommen zu schaffen, dann allerdings würden wir einen Standard für die ganze Welt setzen. Umgekehrt, wenn uns das nicht gelingt, ist die Sorge, dass andere die Standards setzen, die vermutlich dann eher niedriger als die sind, die wir in Europa für angemessen halten. Diese Diskussion, ob uns das gelingt oder nicht, die wollen wir miteinander führen. Ich bin sehr dankbar, gerade dass die, die hier sind, sich bereit gefunden haben, uns zu beraten. Und wir werden immer wieder jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zusammenkommen, werden im Grunde drei Themen immer besprechen. Erstens, was ist sozusagen Stand der Verhandlungen? Zweitens, wir werden uns Schwerpunktthemen aussuchen. Und drittens natürlich über jedes Einzelthema reden, bei den Beiratsmitglieder das Interesse haben, dass darüber gesprochen wird. Wir lehnen das sogenannte Freihandelsabkommen TTIP ab, denn in diesem Abkommen werden Standards reduziert, werden Standards de facto versenkt. Und besonders problematisch finden wir das sogenannte Investitionsschutzabkommen. Warum das Investitionsschutzabkommen? Im Investitionsschutzabkommen wird den Konzernen ermöglicht, gegen Staaten zu klagen, wird der Rechtsstaat ausgehebelt, wird eine Geheimjustiz geschaffen. Wir kennen dies bereits. Es gibt bereits eine Reihe von Fällen. Ein bekannter Fall ist, Philip Morris klagt gegen Australien und Uruguay gegen den Gesundheitsschutz bei Zigaretten. Long Pine klagt gegen Kanada, gegen Quebec, gegen das Verbot von Fracking. Und ein besonders dreister Fall, Vattenfall, klagt gegen die Bundesrepublik Deutschland auf 3,5 Milliarden Euro Schadensersatz wegen dem Verbot der Atomkraft, wegen dem Ausstieg aus der Kernkraft. All diese Dinge werden sich noch verschlimmern und verstärken durch TTIP. Das lehnen wir ab. Wir lehnen es ab, dass der Rechtsstaat ausgehebelt wird, dass die Entscheidung demokratischer Parlamente durch dieses Abkommen ausgehebelt werden.